das Alpenvorland mit seinen kleinen Seen und sanften Hügeln zu Füßen und über ihr nur noch der Himmel. Auf 1055 Metern Höhe ragt die Wallfahrtskirche St. Georg auf dem Auerberg empor. So hoch oben mit leuchtend weißem Gewand ist sie ein Blickfang, längst im ganzen Pfaffenwinkel bekannt. Während die Georgskirche von außen eher schlicht daherkommt, ist der Kirchenraum reich und vielfältig ausgestattet. Das hängt mit ihrer Geschichte zusammen. Die Kirche, so wie sie jetzt entstanden ist oder wie sie jetzt dasteht, ist so nach und nach entstanden. Als Jahreszahl übermittelt ist das Jahr 1497, aus der stammt der spätgotische Chor. Im Rahmen oder nach dem Bauernkrieg ist dann wohl das Langhaus entstanden, so in der jetzigen Form, und wurde dann im späten 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert dementsprechend barockisiert von der Ausstattung her und hat dann auch seine jetzige Form gefunden. So sind gleich mehrere Epochen im Kirchenraum vertreten. Die Rosenkranzmadonna, die über dem Chorbogen herabhängt, zieht die Blicke auf sich. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert. Der dahinterliegende Marienaltar wird in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts verortet. Dargestellt ist das Gnadenbild der Maria vom Guten Rat. Das kunsthistorisch bedeutendste Stück ist jedoch die Mondsichelmadonna. Der aus Kaufbeuren stammende Holzbildhauer Jörg Lederer soll sie um 1520 geschnitzt haben. Sie war und ist bis heute das Ziel vieler Wallfahrer. Motivtafeln zeugen davon. Aber auch ganz irdische Dinge locken die Menschen zur Georgskirche auf dem Auerberg. Über eine enge Holztreppe geht es in den Kirchturm nach oben zur Aussichtsplattform. Ursprünglich zur Vermessung des Landes genutzt, bietet sie heute, besonders an schönen Tagen, einen reizvollen Blick auf die gesamte Alpenkette. Ich denke, wir sind hier wirklich im wunderschönen Voralpenland, genau zwischen Allgäu und Oberbayern. Es gibt, glaube ich, keinen Platz, wo man eine bessere Übersicht hat über das Allgäu und auf der anderen Seite über Teile des oberbayerischen Voralpenlandes. Die Bergkette dahinter, das ist schon einzigartig. Das muss auch, und das wissen auch die Ausflügler, die hier sehr gerne herkommen. Und ich denke, das macht den Reiz auch heutzutage aus. Gerade auch für welche, die jetzt ein bisschen fernstehen oder so, die wollen einfach die schöne Landschaft genießen. Aber das ist ja auch ein Teil der Gotteserfahrung. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall immer auch ein Ort, wo ich zum einen hier ins Gebet gehen kann und zum anderen aber eben diese Weite und diese Schönheit der Natur, der Schöpfung genießen kann. Die freitragende Aussichtsplattform mit Blick auf das Allgäuer und oberbayerische Voralpenland ist für viele die Hauptattraktion auf dem Auerberg. Sie war es jedoch auch, die für schwere Feuchtigkeitsschäden am Dachstuhl gesorgt hatte. 2 Jahre lang musste St. Georg deshalb umfassend saniert werden. Es gab erhebliche Schäden am Dachstuhl der Kirche, auch bedingt zum Teil durch das Plateau, das früher auf dem Dachstuhl aufgetragen war. Es waren tragende Balken und Fetten stark vermorscht. Und diese mussten eben aufwendig ausgetauscht, saniert werden. Die Dacheindeckung ist komplett erneuert worden. Und wie ich schon gesagt habe, also dieses Plateau musste komplett auch statisch neu konzipiert werden. Und das hat alles in allem dazu geführt, dass wir hier eine recht umfassende Sanierung hatten. Jetzt ist das Plateau wieder geöffnet und bietet all den Besuchern einen unverstellten Blick auf die wunderbare Schöpfung Gottes.